Ich grüße euch, Freunde des Sentitos, und willkommen zurück zu Death by Daylight. Und zwar heute zum Schreinbild der Woche. Heute stelle ich euch mal zwei Perks vor, die ein bisschen umstritten sind tatsächlich. Und zwar kein Gejammer und Objekte Besessenheit. Ich habe für die beiden Perks jeweils ein Gegenstück mitgenommen für Objekte Besessenheit Verzerrung. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Und natürlich. Und es funktioniert einwandfrei. Und natürlich, das wird nicht geschehen, oder das geschieht nicht für kein Gejammer, denn die beiden Perks sind ja sehr, gerade kein Gejammer ist ein sehr umstrittenes Perk auf Survivern, während Objekt der Besessenheit in den richtigen Händen von richtig guten Spielern ein richtig starkes Perk wird. Und wir spielen gegen Sadako. Und ja, ihr seht schon, Verzerrung war vielleicht doch nicht ganz so eine gute Idee. Ich habe schon zwei Zähler verloren. Ja, da kann der. Also damit negiere ich quasi mein eigenes Perk. Weil ich ja quasi One-Shot bin durch kein Gejammer. Verdammt, habe ich nicht aufgepasst. Okay, wird gerettet. Ja, was macht denn kein Gejammer eigentlich? Gut, wir sind verletzt natürlich auf Stufe 3 und haben, also wir sind 75% leiser natürlich, also quasi ein schlechterer Iron Will, aber wir haben die Möglichkeit, uns von alleine vom Todesstatus zu erholen, ja, wie das Perk vom Bill, was natürlich auch ganz nice ist natürlich. Hallo Mr. King. So, das war meine letzte Verzerrung. Ab jetzt wird Objekte Besessenheit greifen. Ich sehe die Aura des Killers und der Killer sieht meine Aura. Und das ist das Problem, Leute. Oder kann zum Problem werden. Und ich glaube, wenn Sadako unsichtbar ist, sehe ich ihre Aura nicht. Da ist sie, ich habe sie nicht gesehen. War zu spät gesehen. Ja, ihr seht schon, kein Jammer birgt Risiken ohne Gleichen. Wird deswegen super, super selten gespielt. Ein Kauf lohnt sich eigentlich überhaupt gar nicht, wenn ihr mich fragt. Ja, ich gebe für kein Gejammer keine Kaufempfehlung raus, wenn ihr das Perk im Schein der Geheimnisse kaufen wollt. Objekte Besessenheit, wie gesagt, ist reine Übungssache. Wenn ihr das Perk geil findet und sagt, jo, ich habe da schon so viele coole Videos von gesehen, wie Leute das Perk nutzen. Und das sind richtig starke Player. Ja, so einer will ich auch werden. Dann kauft euch das Perk und übt es auf jeden Fall. Aber für kein Gejammer geht keine Kaufempfehlung raus, Leute. Das ist mal lustig in Meme-Builds. Aber wirklich richtige, ernsthafte Builds habe ich mit kein Gejammer noch nie gesehen, Leute. Also kein Gejammer ist einfach, ich weiß nicht, es ist das reine Meme-Perk, Leute. Kann ich nicht empfehlen. Du siehst ganz da hinten. Aber das hat bei Sadako ja nichts zu heißen. Da ist sie nämlich schon wieder. Ach, es tut mir so leid, Feng. Was willst du machen? Da machst du gar nichts. Ah, Skirtschucks auch noch. Die fährt alles auf hier. Okay, jo, die fallen um wie die Fliegen. Man könnte kein Gejammer noch gut mit Dead Heart verbinden und generell, es gibt einen Speed-Wort-Bild, nenne ich das mal. Der ist ganz funny, da wird auch kein Gejammer oft verwendet. Komm, ich heil dich. Peng, Alter, dann... Leute, das ist das Schreinbild der Woche und ihr stellt euch so an. So, gleich können wir wieder sehen, wo... Na gut, er ist jetzt schon tot. Sehr nice. So, ich sehe Sadako nicht.
Das ist nämlich der Nachteil an Objekt der Besessenheit. Der Killer hat mich wahrscheinlich gesehen. Aber ich ihn nicht, denn... Ja. Killer, die ihren Terrorradius verstecken können. Sprich Piggy, Ghostface und natürlich auch Sadako. Sind dann auch verdeckt für Aura-Fähigkeiten. Was es auch für mich in dem Fall jetzt schwieriger macht, quasi ist das hier der Hard Counter für meinen Perk. Und das ist halt wirklich das Problem. Du weißt halt nie, gegen welchen Killer du spielst. Und wenn ich jetzt einen Dead Hard mitgenommen hätte, Leute, ne? Oh, wäre das geil gewesen. Ich hab gedacht, ich könnte sie ein bisschen bambuseln. Da war doch ein Haken, Sadako. Also sie will wahrscheinlich einen Skirt-Schuck. Uff, das war knapp. Okay, let's go. Wo ist sie? Als ob sie mich einfach so gehen lässt. Ah, da ist ein Gen fertig geworden, okay. Na gut, aber durch die Kombo von kein Gejammer. Und wie gesagt, wir könnten, wenn der Killer uns liegen lässt, auch von alleine aufstehen. Und durch das geschieht nicht, können wir auf jeden Fall um 9% schneller reparieren. Diesen Vorteil sollten wir auf jeden Fall ausnutzen. Das sind halt zwei Perks, die spielen schon gut zusammen, finde ich. Und Verzerrung war jetzt so ein bisschen mein Plan, mein eigenes Perk für eine Weile zu verdecken. Jetzt hat er Kurs ganz da hinten. Wenn sie gerade in der Chase ist, achtet sie eh nicht darauf, ob sich irgendwo eine Aura auftut. Denn wie gesagt, wir sehen uns quasi gegenseitig. Immer wenn unten mein Perk da durchgelaufen ist. Und 9% Reparaturgeschwindigkeit ist schon insane. Da hinten ist sie. Okay, der Gen ist safe durch, denke ich. So, wie gesagt, wir sind auf 75% leiser, wenn wir verletzt sind. Das ist natürlich kein Iron Will, aber es ist schon okay, finde ich. Aber dennoch keine Kaufempfehlung für dieses Perk. Okay, wo wird sie aufgehangen? Ja, ganz da hinten, okay. Okay, wir machen das Tor auf. Und da ich einfach sonst keine... Es geht auch schneller, ja. Es ist auch 9% schneller, öffnen wir das Ausgangstor. Durch das geschieht nicht, ja, weil wir halt verletzt sind. Und leider muss ich meine Mates einfach im Stich lassen. Es tut mir leid, liebe Mates, aber ich bin verletzt, ich bin One-Shot. Wenn ich jetzt dahin renne zum Retten... Dann kriege ich die Sadako in 4K, den will ich ihr nicht gönnen. Deswegen tue ich meine Mates jetzt einfach mal ganz frech opfern. Es tut mir wirklich leid. Aber manchmal muss es getan werden. Damit wenigstens einer entkommt und die Geschichte erzählen kann, Leute. So. Das war er also quasi, der Schreinbild der Woche. Und zwar
Objekt der Besessenheit ist wirklich ein interessantes Perk, wie gesagt, mit viel Übung kann es super, super stark werden. Ich habe schon gegen viele Survivor gespielt, die haben Objekt der Besessenheit gespielt und konnten es so genial gegen mich benutzen. Das war der Hammer. Und natürlich kein Gejammer, ist auch im Shop oder im Schrein zu kaufen. Allerdings hier rate ich von einem Kauf ab. Das ist ein Perk, was, wie gesagt, in Meme-Builds verwendet wird häufiger. Es gibt einen Fast Vault Build, der aber auch nur eigentlich ein Meme-Perk-Build ist. Also kein Gejammer, kriegt von mir keine Kaufempfehlung, Leute. Kauft euch das Perk nicht, es lohnt sich definitiv nicht. Objekte Besessenheit dagegen kann man mal versuchen zu üben, ja, damit besser zu werden. Das ist ganz interessant auf jeden Fall. Und in dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, der Perk-Bild, der Schreinbild der Woche hat euch ein bisschen mehr Einblick in diese Perks gegeben. Wenn ja, Däumchen nach oben lassen, wäre mega, mega geil. Abonniert auch meinen Kanal, aktiviert die Glocke, denn so verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Außerdem checkt mal die Videobeschreibung aus. Dort sind verlinkt mein Twitch-Kanal und meine Social-Media-Kanäle. Schaut mal rein, lasst mir ein Follow da, würde mich freuen. Und wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.